Ja, hallo und herzlich willkommen zu Dragon's Dogma Dark Arisen auf der PS4 Pro im Boost-Modus. Und ich bin euer Affenkönig Dämlich. Ihr schaut hier meinen Kanal, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ein weiteres Mal. Wir sind jetzt, glaube ich, hier im Part 52. Haben das letzte Mal hier schön rumgestrolcht und ein ziemlich großes Gebiet auf der Karte aufgedeckt. Wir haben uns auf die Suche nach einem Greif, könnte man sagen, gemacht, aber wir haben den noch nicht gefunden. Ich wollte jetzt hier nochmal in die Höhle hochgehen, zu den Ältesten, bevor es dunkel wird. Wo wir schon mal in der Story-Mission waren. Er war auch ein ehemaliger, Erweckter. Meine Ausdauer mal ein bisschen aufpassen hier, dass ich die nicht alle mache. Wow, wundert mich doch, weil der Greif sollte eigentlich in der Nähe des Hünenhügels sein. Und wir befinden uns hier direkt beim Hünenhügel. Auf dieser Zeichnung. Ihr seht es auch unten links auf der Karte. Guck mal, hier unten hängt irgendwo der Schnuller. Also wenn es ein Mann ist, aber es sieht zumindest aus wie ein Mann. So, wir gehen mal rein und besuchen mal unseren alten Freund. Gucken, ob der auch was Neues zu sagen hat. Ja, vielleicht kommt der Greif ja auch nur bei Dunkelheit, aber das denke ich jetzt eigentlich nicht. Oh, schöne Musik hier unten. Er hat dieselbe Narbe wie wir, ihr seht es hier. Können wir mit dem Bogen aufziehen, aber ich glaube, das findet er nicht so toll, aber da ist die Narbe. Grüß dich, mein Freund, wie geht's dir? Obwohl er keine Spitze hat, ist klar zu erkennen, dass der der Drachengeschmiedete. Edmund. Habt ihr den Namen Edmund geäußert? Das ist der Name des Erweckten, der vor euch kam. Meine Entscheidung war eine andere an dem Tag, als mein Meister mich aus dem Rift zog. Ach so, das ist quasi sein Vasall und er dient ihn immer noch, selbst jetzt, wo er hier so einsam und verlassen sitzt. Also gibt's hier nichts Neues. Schade. Ich dachte, hier ist nochmal eine Truhe. Die hatten wir schon mal aufgemacht. Federcape. Nehmen wir natürlich mit. Gibt's schöne Sachen zu finden. Ah, Totenschädel. Oh, hier läuft im Hintergrund mein Handy. Das tut mir jetzt aber leid. Das muss ich mir schnell ausmachen. Ihr hört es schon, ich bin sehr gehypt auf das Spiel Ni No Kuni. Das war nämlich gerade die wunderschöne Musik. Von dem Spiel. Oh, Erläuterungstrank, den nehmen wir noch mit. Zack. Ja, vielleicht kommt uns jetzt ja auch der Greif entgegen. Oh, das würde ich so cool finden. Da können wir den noch nass machen. Jetzt hier in der Dunkelheit. Oder es würde. Ja, es müsste jetzt eigentlich bald dunkel sein, würde ich sagen. Umso gefährlicher werden die Monster. Vielleicht taucht er noch irgendwas anderes auf. Ja, da ist was gezeichnet und zwar ein Männlein. Vielleicht können wir es uns von hier mal ein bisschen angucken. Oh, ich höre schon wieder die Wölfe, ja. Da sehen wir den mal cool, den Hünenhügel. Sieht schon ganz schön geil aus eigentlich, finde ich. So, aber immer noch kein Greif in Sicht. Ach, was soll denn der sich nur verstecken? Ja! Wir gucken aber mal, was wir in der Stadt für neue schöne Missionen finden. Die werden wir uns dann natürlich so jagen. Der Fall dann. Hier haben wir noch ein paar Wölfchen. Können wir natürlich erstmal versuchen zu jagen. Boah, geil, wie es einschlägt. Jawohl. Ist schon geil, dass ich immer diese Feuerdolche habe. Und dann wird er schon steif hier. Und ganz schön steif. Der alte Hund. So, den groben Reißzahn haben sie mitgenommen. Den großen Reißzahn.
Dann reisen wir mal zurück. So, zack und ab nach Gren Zoran. Ist natürlich schade, dass das mit der Madeleine fehlgeschlagen ist, aber wir hatten doch noch so eine Mission, wo wir den. Haben wir das schon gemacht mit dem Mason, wo wir den begleiten sollten? Wir gucken einfach mal. Oh, ich liebe auch diese Musik hier. Aber wir können vielleicht auch noch eine neue Fertigkeit erlernen. Ich meine, wir haben jetzt nicht. Ja, doch einige Wölfe und so, aber am letzten Part haben wir schon ganz schön was erledigt. Komm, mach da hinten auf. Ich habe Hunger. So. Hier ist schon mal nichts mehr dran. Hier hinten war, glaube ich, auch noch eine Tafel. Kein Auftrag. Er hat auch nichts Neues für uns. Schade, schade. Aber gucken wir nach unseren Fertigkeiten. So, wie sieht's denn aus? Haben wir denn ein paar Punkte freigeschalten? Ein paar schöne. So, wollen wir noch mal gucken, was wir hier Geiles Neues machen können. Sonnenfackel. Ein verbessertes Dreieck der Raserei mit dem. Mit ihm kann man mehrere Treffer in Folge landen. Oh, Schattensiegel. Da hat mir der GTA Schadorowski was Cooles geschrieben, dass das wo ganz geil sein soll, weil das bestimmten Gegnern, nicht allen Gegnern, aber sehr gut gegen Untote und sowas, sehr viel Schaden zufügen soll. Dann kaufen wir uns das mal. Das Aufwogen fand ich jetzt nicht ganz so toll. Also nicht schlecht, aber es ist auch nur gegen Horden von Gegnern gut und so. Rammt das Schwert in den Boden und erzeugt ein magisches Siegel, das Gegner in die Falle lockt. So, die Sonnenfackel könnte man natürlich noch lernen, aber. Man mischt schon wieder hier was Neues. Sechs Pfeile, eine erweiterte Form von drei Pfeile, die erlaubt, noch mehr Pfeile abzuschießen. Ah, okay, die erweiterte Form. Querschläger. Schießt einen magischen Pfeil ab, der beim Abprallern an Kraft gewinnt. Und an beengten Orten besonders effektiv ist. Ah, da schießt dann von einer Ecke zur anderen. Ja, das ist auch ganz cool. Ne, das sechs Pfeile haben wir ja eigentlich noch drin. Deswegen werde ich mir das noch kaufen. Jawohl. So. Und für die Niki wollte ich ja auch alles kaufen. 3704. Hier brauchen wir 5000. Dunkle Nähe können wir erstmal kaufen. Zack. Ja, das passt ganz gut. Schutzwall dann noch. Haben wir hier schon was? Nee. Können wir uns ja auch noch was kaufen, was wir jetzt nicht unbedingt benutzen, aber scheint jetzt nicht viel da zu sein. So, das Aufwogen wollte ich rausmachen. Dazu. 100 Küsse und großes Auslösen haben wir auch noch. Machen wir erstmal das Schattensiegel dazu. Ah, hier habe ich ja nur Kamin mit dem Stab, aber brauche ich jetzt auch nicht. Das würde ich alles so lassen. Das magische Flackern hat man noch gar nicht ausprobiert. So, alles erstmal einlagern hier. Ne, wir gucken erstmal, was hier so bis zu morgen. Bleiben erstmal. Gucken wir mal unsere Auftragsliste, was wir denn da Schönes haben. Wir können natürlich auch nochmal dahin reisen und gucken, ob er jetzt da ist. Niki hat wieder geholfen, sehr schön. Der Kira, den Markus, den Q und der Abby, sehr schön. Smoguls. Geminator. Ogre 1018 und Abai Osan. Okay, alles klar. Haben wir denn was Schönes bekommen? Oh ja, ein Kürbis. Besser als nichts, würde ich sagen.
Sehr schön. Mal gucken, ob die Server. Ja, PSN-Server war mal wieder down. Oh, das hat mal wieder genervt. Da konnte man online nichts spielen. I've learned of beasts. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so schlimm war. Bei uns war es zweimal. Einmal, ja gut, jetzt. Sie haben ja Anfang Februar oder Mitte Februar. Es ist nicht gerade schön. So, ich wollte auch noch was einlagern. So, rein mit den ganzen Schmiss. Ne, nicht alles natürlich. Wir nehmen uns ein paar Heilkräuter mit. Die Äpfel behalten wir mal, sonst werden die eh nur schlecht. Ist klar. Ja, haben wir wieder einige Sachen gefunden. Alles im Überfluss hier. Ja, diese Maske hat man gefunden. Die ist aber nicht toll. Eine Federkäfer hat man nochmal gefunden. So, die Niki hat auch ein paar nützliche Sachen gefunden. Celebriant. Das ist halt cool, wenn man sich welche kauft, die eine Stufe etwas besser sind als man selber. Dann hat man erstmal eine Weile Ruhe mit dem Vasallen. Und ich bin mit den beiden auch sehr zufrieden, muss ich sagen. So, Ray hat bestimmt noch was eingesammelt. Groben Knochen. Eisestein. Beefsteak. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter. Ach, ich wollte ein bisschen Heilkraut mitnehmen, gell? Das habe ich jetzt natürlich der ganzen Eile vergessen. Entnehmen bitte. Oh, das ganze verfaulte Zeug. Ja, das dient natürlich jetzt nicht mehr als Heilung. Wirksamer gründlich, getrocknete Kräuter. Nehmen wir uns einfach mal 6 Stück mit, da haben wir schon mal was. Aber der magische Bogen ist auf jeden Fall leichter als der normale Bogen. Was eigentlich auch ein großer Vorteil ist. So, was haben wir denn da Schönes? Sumpfdinger, genau. Hier findet ihr das. 10 Schwefelechsen. Steht zwar immer die Region mit da, aber. Haarbüschel. 15 mal ein Haarbüschel. Was ist denn das für eine Belohnung? Bezwingt 10 Hirsche. Gut, 3 haben wir schon. Albtraumhaftes Nest. 30 Echsen. Ja, das ist alles nur diese. Die Monster töten wir eh im Verlauf. 5-mal Königslorbeer. Das ging ja leider nicht. Offenbar gibt es ein ganz normaler Hexerverherzog. Ja. Ach, ich wollte diesen einen Kämmerer nochmal aufsuchen. Der müsste eigentlich noch ein paar richtig gute Quests für uns haben. So, Zyklopen. Also bis jetzt haben wir hier nur diese Einzelquests. Besorge dies, besorge das. Ein paar Sammelquests. 3 Chimären, da haben wir jetzt 2. Also wird das auch nicht mehr lange dauern. So, hier haben wir das auch nochmal mit Königslorbeer. Dann brauchen wir aber auch erstmal den Königslorbeer. Ja, mehr ist hier nicht drin, Leute. Dann könnten wir nur mal hoch ins Schloss gehen. Weil ich habe den Kämmerer ja immer noch nicht gefunden. Und da mal gucken, der hat ja gesagt, der hat Aufträge für uns. Da wären doch auch etwas so Hauptquest-relevantere, weil wir müssen ja auch mal in der Hauptquest vorankommen. Gucken, was der für uns hat. Ich weiß ja nicht, wo der Ochse wohnt. Irgendwo muss er ja sein. Dürfen wir wieder nur alleine rein? Vielleicht auch der Herzog persönlich noch was für uns. Och, na, was ist denn das? Hier stehen die weißen Wachen und hier muss der schwarze putzen. Sag mal, leben wir noch? Ja gut, es ist schon Mittelalter, aber trotzdem. Na, wie geht's dir, mein Freund? Der Drache ist furchterregend, kein Zweifel. Aber hier im Schloss sind wir sicher, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der. Ach so, mal Schabernack treibt. Oh, eine Questgeberin. Guten Tag, wer bist denn du?
Mirabelle. Erweckter, Herr. Bitte entschuldigt, Herr. Ich bringe eine Nachricht von Lady Eleanor. Sie möchte mit euch sprechen, Herr. Unter vier Augen, wenn es euch beliebt. Manch einer würde ob ein solches Ersuchens gewiss die Stirn runzeln, bedenkt man, dass meine Herrin die Göttin des Herzogs ist. Verzeiht, Erweckter. Ich muss lernen, in achtbarer Gesellschaft mein Schnabel zu halten. Ich bitte euch, trefft mich heute Nacht im Garten des Schlosses. Okay. Ihr solltet wissen, dass ihr der Erste seid, dessen Gesellschaft sich meine Herrin anvertraut. Ich nehme an, dass sie eine ganze Reihe von Themen mit euch zu besprechen wünscht. Daher, ja, in der Tat, bitte ich euch, mich im Schlossgarten zu treffen. Das heißt, wenn es euch beliebt, Herr. Okay, aber auch erst nachts. Hä? Herzog ist nicht anwesend. Ja, wo ist denn dieser komische Kämmerer? Als hätten wir nicht schon genug Sorgen gehabt. Wie bereite ich euch Sorgen? Nee, keiner da. Ja, irgendwo dieser Kämmerer, der uns getroffen hat, was hatte der denn an? So schwarz oder so? Aber noch haben wir den ja nicht gefunden. Oh, da steht Lady Mercedes. Privat gemacht des Herzogs. Ist er das gewesen? Ambrose, ich habe das Gerede gehört. Ihr seid erweckt, was? Eine große Ehre, vom Herzog persönlich berufen zu werden. Ja, das stimmt. Guten Tag. Wenn diese Arbeit nach eurem Geschmack ist, dann sucht Aldous auf. Ja genau, Aldous. So, oh, wirksamer Grünleute, ich nehme mal mit. Schön vom Herzog geklaut. Oh, da ist er doch. Seit wir uns zuletzt sprachen, habt ihr euch einen ordentlichen Namen gemacht. Ha! So, wo ist dieser Aldous? Oh. Trauben. Tja, dann müssen wir den erstmal finden. Er muss ja hier... Ah! Das ist er. Der dort sitzt, glaube ich. Ein Tablet? Gab es das damals schon? So, ansprechen. Ihr haltet eure Aufträge vor mir und niemand anderen. In diesem Belang spreche ich für seine Gnaden. Mein Wort kommt seinem gleich. Von daher verdient jede Aufgabe eure vollständige und sofortige Aufmerksamkeit. Ich bitte euch, trefft eure Wahl her. Die Truppe bei einer Jagdexpedition unterstützen? Ach schön, wir können das entscheiden. Beweismittel für die Verhandlungen sammeln? Ja, dann natürlich erstmal Jagdexpedition. Zweifellos wisst ihr, dass sich auf den Straßen mehr denn je Untiere jeglicher Art tummeln. Die Bedrohung ist seit der Ankunft des Drachen noch gewachsen. Der Handel hat gelitten. Bürger fanden den Tod. Ein Trupp der besten Schwertkämpfer des Landes wurde zusammengestellt, um die Zahl dieser Kreaturen zu verringern. Dies ist keine gänzlich befriedigende Lösung, aber immerhin ein Anfang. Ich möchte euch bitten, euch ihnen anzuschließen, Herr. Die Berichte über Warenzüge mit Abgaben für Grand Zorin, die von wehgelagerten Monstern überfallen wurden, nehmen kein Ende. Unter ihnen verbreitet der Greif den furchtbarsten Schrecken. Diese Kreatur ist nicht leicht zu bezwingen, aber wir können sie nicht länger gewähren lassen. Deswegen diese Auswahl der Besten. Und nun scheinen sie bereit zu sein, sich dem Untier zu stellen. Sie warten draußen vor dem Schlosstor. Geht zu ihnen und besprecht alles Weitere. Ich fürchte, dies wird eine langwierige Schlacht, Herr. Möge der Schöpfer euer Schild sein. Jawohl, können wir das andere gleich auch noch mit annehmen? Ihr haltet eure Aufträge von mir. Ja, okay. Ich will mal gucken, wenn ich jetzt das annehme, ob ich dann das andere nicht mehr machen kann. Nimmt er ja alles vom Tisch weg. Gut, nee, wir haben alle beide angenommen. Sehr schön. So, dann lesen wir uns das andere dann durch, wenn wir es dann tatsächlich machen. Wir nehmen natürlich... Ist es denn? Müsste ganz oben sein. Jawohl! Jetzt können wir endlich unseren Greif jagen. Hier! Sehr schön. Ach hier, der Schauspieler! Ist auch wieder da.
Julian, ich habe mit Lady Mercedes gesprochen. Manchmal habe ich das Gefühl, der Einzige zu sein, der sich mit der von uns vor uns liegenden Aufgabe beschäftigt. Wir kamen nicht nach Grancis, um uns zu sorgen, sondern den Drachen zu töten und den alten Pakt zwischen unseren Ländern zu ehren. Alle sollten ihren Geist von jeder Bürde befreien, die dabei stören könnte. Soweit ich es verstanden habe, hat Lady Mercedes keine Männer aus Herdheim mitgebracht. Die Truppe, die sie befehligte, bestand aus Soldrittern und dergleichen. Ja, natürlich. Was noch? Ich hege keinen Groll gegen Lady Mercedes, noch möchte ich ihre Geheimnisse lüften. Aber der Hof ist eine brodelnde Gerüchteküche. Manche behaupten, sie allein zu schicken, sei ein bewusster Affront. Andere wiederum sagen, ihr Vater habe sie einfach loswerden wollen. Der weiß ziemlich viel. Deswegen gibt es hier viele, die ihre Gesellschaft meiden. Ich bin sicher, ihr wäret ihr ein willkommener Verbündeter, sowohl als Erweckter als auch als Fremdling an diesem Hof, so wie sie. Als ein Fremder, genau wie sie, steht es mir nicht zu, Forderungen an euch zu stellen, Herr. Aber bitte, tut für sie, was in eurer Macht steht. Mach ich natürlich. Ja, aber er hat trotzdem... Er weiß wahrscheinlich immer mal ab und zu irgendetwas Gutes. Die Herzogsdame müssen wir natürlich noch besuchen, aber erst wenn es dunkel wird. Warte, bis es dunkel wird über Oregano. Na freilich, jetzt geht's runter. Auf zum Greifen, da freue ich mich doch drauf. Da können wir gleich mal unsere neuen Aktionen ausprobieren. Schön leicht sind wir ja. Aber es ist trübe. Ganz schön trübe. Hängt ganz schöner Schleier über der Stadt. Und zack, drüber gesprungen. Jawohl. Hürden laufen mal anders. So, jetzt schauen wir doch gleich mal. Dann müssten die jetzt ja hier vor dem Schlosstor stehen. Da könnten wir uns gleich den Greif stellen. Oh. Ich hoffe es doch. Ja, da vorne müssen sie sein. Vor allem als magischer Bogenschütze macht es doch riesig Spaß, oder den Greif zu jagen. Kann ich den nämlich immer schön runterholen. Wie viel haben wir denn? Männer, heute ist es Zeit, den Greif zu schlagen. Er tyrannisiert die ganze Welt und die ganze Stadt schon seit Wochen. Wir müssen ihn besiegen, Männer. Auf in den Kampf! Für Frodo! Nein, So, wer bist du denn? Sir Georg, ich wusste, ihr wolltet unsere Eskorte sein. Ja, wir sind der Trupp der Besten, mit dem ihr marschieren werdet. Ein schlechter Witz, ich weiß. Wir werden um die Hauptstadt patrouillieren und den Greif angreifen, wenn wir auf ihn treffen. Wir greifen an, wenn er sich am Boden niederlässt. Nicht so schlau, dass man es als Kriegslist bezeichnen könnte, aber es wird funktionieren. Wenn ihr euch uns trotz allem anschließen wollt, dann lasst uns aufbrechen. Natürlich. Und hier ist das ähnlich wie bei Kingdom Come Deliverance, wenn man jetzt hier nicht mitgehen würde. Die Quest läuft halt weiter und die schlägt dann halt einfach irgendwann fehl. Deswegen sollte man immer aufpassen, da nicht irgendwas anderes machen zu wollen. Weil die Quest ist jetzt einmal aktiv und die kann man jetzt nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, 20 Schlanghäute sammeln oder so. Das sollte man später verschieben. Befreit euren Geist von allem. Außer eurem Mut wahrscheinlich. Goblins. Jawohl. Da legst du nieder. Throws better able to serve.
Geile Musik. Ist auch schön noch am Tag, das heißt, er wird nicht mitten in der Nacht kommen, was weißt du denn noch? Ja, natürlich streng ich mich an. Warum sollte ich mich denn nicht anstrengen? Oh, das ist die erste Spur. Da hat er wahrscheinlich schon ein paar weggeknuspert. Ach, hier soll man irgendwas ausbringen, oder was? Soll ich jetzt hier irgendwas reinschmeißen? Eine Platte aus poliertem Holz. Ja gut, die natürlich nicht. So, was haben wir denn hier? Aufträge? Versorgt den Trupp mit Ködern und helft ihm dabei, den Greif anzulocken. Begibt euch... Versorgt den Trupp mit Ködern. Ja, die Frage ist, was für Köder? So, wir müssen den jetzt anlocken. Da bräuchte man ja irgendwas wie Fleisch oder sowas, um den überhaupt mal ordentlich anzulocken, oder? Oh, ich höre doch hier auch gerade einen Goblin. Der frisst wohl Kobold oder was? Ja, dann nehme ich den mal mit dorthin und leg den mal rein. Vielleicht möchte der ja einen Kobold knuspern, obwohl Mensch wahrscheinlich viel saftiger und leckerer ist. Um das mal aus der Sicht eines Menschenessers zu beurteilen. So, jetzt brauchen wir nur noch warten. Da ist er. Der alte Hund. Ein schönes Tier. Oh, die Ray klettert schon kräftig oben drauf. Jawohl! Renn! Oh, ich häng hier am Gesicht! Oh. Ulitenhake, jawohl! Sehr schön! Komm wieder runter! Ist der jetzt schon wieder geflüchtet? Gibt's doch nicht. Oder kommt er noch wieder? Ja klar! Fliegt genau in dem Moment, wo er nicht fliehen sollte. Verfolgt den flüchtigen Greifen. So, aber... nee, hier würde ich nicht runterspringen, oder? Das sieht mir zu gefährlich aus.
Ja, okay, dann rennen wir mal hinterher. To the Blue Moon Tower. Kann der sich vielleicht auch wieder in der Zeit ein bisschen erholen? Ich weiß nicht, ob die sich, die NPCs sich automatisch regenerieren. Sie können auf jeden Fall auch drauf gehen. Wo war der denn da? Waren wir doch schon mal wieder jetzt dahin rennen komplett? Sind die jetzt alle tot? Hat er alle getötet, bis auf ihn? Das ist aber ganz schön krass. Wir haben die doch eigentlich ziemlich zugesetzt. Und ich meine auch, dass wir für diese Quest eigentlich... Also... Ich glaube, wir sind etwas spät dran für die Quest. Wir hätten die ja auch schon früher machen können. Vielleicht bekämpft man auch hier vor den Schlosstoren, aber noch ist alles klar hier. Sehe noch keinen. Ah, nee, da vorne sind die Männer, die sind... Ja, weil er so dick ist, da rennen wir auch mal schneller. Ach, wir müssen rein, ja. Dann gehen wir mal rein und gucken mal, ob wir da... Oh, nicht, dass der unten auf unser Feld alles angreift. Nee, aber hier. Die sind zwar jetzt zurückgerannt, aber... Nee, das ist falsch. Grundlegend falsch. Also zumindest laut der Anzeige. Guck mal auf die Karte. Zeige mal die Karte. Ist denn der hin? Da ist der hin. Da war ich ja noch nicht mal ansatzweise. Wie komme ich denn da hin? Hä? Schauen wir doch mal. Im Band des Greifen. Folgt dem Greif zum Turm des blauen Mondes und helft dem Trupp dabei, ihn zu erschlagen. Ein Greif jagt die Wagenzüge. Schließt euch den Freiwilligen ein. Die Frage ist, wie ich da hinkomme. Ich habe keinen blassen Schimmer, Leute. Wie ich zu diesen... Komme ich eigentlich hier rum um Grand Zorin? Nee. Komme ich auf jeden Fall nicht rum. Also hier führt schon mal kein Weg raus. Hier unten auch nicht. Also kann es nur weiter oben sein. Könnte es ja noch hier sein. Aber das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass hier ein Weg dahin führt. Das ist die Frage jetzt. Wie komme ich da hin? Ach, die sind doch alle jetzt hier reingerannt. Und unser dicker Freund ist auch da reingerannt. Vielleicht kommen wir zur anderen Seite raus. Aber laut Karte... Laut Karte wär's Quatsch. Auf jeden Fall. Verdammt, wie kommen wir denn da dahin? Nee, das... Jawohl. Ja, natürlich, das ist jetzt der richtige Ausgang, aber... Ich überlege gerade... Es gab auch diese eine Brücke, wo ich nicht rüber durfte. Im letzten Part oder vorletzten Part... Ich glaube im letzten Part.
Vielleicht wäre das jetzt der Weg, weil... Hier hinten können wir es ja vergessen. Dann reisen wir auf jeden Fall mal hier hin. Zack. Ach nee. Nicht platzieren. Da reisen wir auf jeden Fall mal hin. Ja. Da oben kann es nicht sein. Wir müssen ja irgendwie dorthin kommen. Irgendwie müssen wir dahin kommen. Bin ich mal gespannt, ob wir da jetzt wenigstens noch einen Weg finden am Rand. Aber ich meine, dass das hier nicht ist. Also, dass es hier keinen Weg gibt. Ja, die lasse ich mal links liegen, die Goblins zumindest versuche ich es mal. Aber das sind ganz schön viele. Sehr schön. Wir müssen ja 10 Stück töten. Ich weiß nicht, ob da die Rehe auch zählen. Oder ob das wirklich nur ausgewachsene Hirsche sind mit großem Geweih. So, das werden wir jetzt sehen. Ne, jetzt noch nicht. Es müssen noch ein paar mehr sein. Die Geräusche, das tut einem richtig leid. Weiße Orchidee. Ja, Auftrag gemeistert, sehr schön. Muss ich die jetzt auch nicht mehr töten? Das tut mir dann doch schon ein bisschen leid. Mondklippenturm. Ja, hier oben ging's. Genau, da sind wir nicht weitergekommen. Falls ihr euch daran erinnern könnt. Oh, hier läuft mir was so lang. Anna, Stufe 34. Na, guten Tag. Ist halt cool, dass die auch hier einfach so in der Welt rumlaufen. Hm, das ist nur der Stromklippenturm. Ah, es ist immer auf dem richtigen Weg, oder was? Ist das nicht der Turm, wo ich... den man von Weitem mal gesehen hat? Das könnte der sein, Leute. Das könnte der wirklich sein. Da haben wir einen weiten Weg vor uns. Oh, Harpien! Weg mit euch! So, hier war doch noch gerade einer. Da ist noch einer. Na, warte nur, wenn ich dich erwische. Der Pfeil ist voll aufgeladen. 6 Pfeile jetzt noch. Die ziehen schon gut ab. Obwohl, nee, hä? Die ziehen ja gar nichts ab. Das ist aber schade. Weil der zieht schon irgendwie ab. Gar nicht mal so schlecht. Ach gut, mit dem magischen Fallen kann man die recht gut. Die Harpien sind auf jeden Fall leichter. Ja, die sind doch gleich weg. Traurigen Gestalten. Sehr schön.
Aber wir müssen gucken, dass wir nicht, dass wir hier unsere essentiellen schönen Sachen vergessen, die die droppen. Ah, jetzt treffe ich es aber auch nicht. Ja. Weicht dir geschickt aus. Oh. Sag mal. Komm. Komm her. Ja, Gletscherschweif. Sehr gut. Gut, an dieser Stelle werde ich erstmal Schluss machen. Im nächsten Part geht es dann auf zum Greifen. Oh, ich freue mich. Macht's gut, ich bin der Affenkönig, ich nehme mich, lasst mir ein Like da.